Sand und Sandstein auseinanderzuhalten. Ich bin gerade erschreckt. Aber übelst, hinter mir ist plötzlich der Drucker angegangen. Sand, 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 Aluminium, Uran, Raw Rubber, Raw Rubber, Flint. Okay, Wieder Scanner ist Pilze. gebaut. Ach, du hast einen Scanner gebaut, cool. Dann könnten wir das eigentlich auf eine CD dann schon scannen. Wieder nur Müll. Okay, wie heißt die CD jetzt? Ach scheiße, ich habe Kohle weggeschmissen. Ja, okay, ist nicht so schlimm. Memory Pattern oder sowas? Auf jeden Fall irgendwas mit Pattern. Denke ich jetzt. Also bei mir in Englisch. Crystal Memory? Crystal Memory, genau. Weil der andere ist der Pattern Storage. Sandstein, Sandstein, Sandstein. Limestone, Sandstein, Sandstein, Sandstein. Okay, dann mache ich hier nochmal leer. Das. Ach, Emery auf keinen Fall. Das. Kaktus, die Setzlinge nehme ich mal mit. Das Holz nehme ich mal mit. Den Rubber nehme ich mit. Das restliche Zeug ist eigentlich alles nur Müll. Und hier ist Sand. Warte mal, das kann man doch sortieren hier. Genau. Sand, 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 Sand. Okay. Ich komme wieder zu. Habe ich alle Backpacks? Ich habe nicht mal alle Backpacks voll, ich Vogel. Welches Modpack ist das? Das ist TechWorld 2. Das ist TechWorld 2. Von der Minecraft 1.6.4 ist es noch. So, ich habe noch nicht mal alle Backpacks voll. Ich kann ja noch ganz viel mitnehmen. Jetzt hat aber. Könnte ich die IP haben? Nein, die ist für die Aufnahme. Wir haben aber einen Community-Server, wo man auch ein bisschen TechWorld 2 drauf spielen kann. Oder halt an sich ein bisschen zocken kann. Das Modpack, auf dem hier nicht. Das ist nur für Chris und mir. Der ist auch gewitelistet, also. Gib es nicht. Fuck, wie viel Sand? So. Okay. Der ist nicht zum Aufnehmen und alles. Das ist so ein bisschen fürs YouTube, das Projekt. Habe ich schon mal gestartet gehabt, damals mit in Teams. Aber die einen haben sich nicht an die Regeln gehalten und der beim anderen war eine 3-Stunden-Aufnahme weg und dann irgendwie ist es außer Ruder gelaufen. Aber man hat mal so TechWorld-mäßig so ein Zweierteams jeweils gehabt und es ist irgendwie eskaliert. Da gab es halt ein paar Regeln, dass man nur. Damals habe ich gesagt, 2 Stunden darfst du maximal aufnehmen in der. Ne, warte mal. 6 Stunden in der Woche darfst du maximal aufnehmen. So war das. 6 Stunden in der Woche darfst du maximal aufnehmen oder streamen. Und die ersten waren einfach am ersten Tag schon 18 Stunden drauf oder sowas. Und das hat mich sehr angepisst. Und dann habe ich das Projekt auch eingestampft gehabt. Da habe ich gesagt, so. Und irgendwann haben dann auch welche, weil es ein bisschen zickig war, versucht, den Server zu crashen und alles. Ja, dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr mich mit dem Arsch lecken. Dann habt ihr Pech gehabt, dann wird der Server geclosed, dann könnt ihr nicht mehr zocken. TechWorld, dann könnt ihr ja schauen, wie ihr einen eigenen Server herkriegt. Damals war das das alte Projekt. Ich überlege für hier. 2 Leute, die ich eh schon kenne und die auch schon mal mit drin waren. Das hätte ich aber irgendwann nochmal mit Chris abgestimmt. Die mal. Die mal mit reinzuholen. Ab und zu mal, wenn sie gerade da sind, wenn sie gerade Bock haben, mit auf den Server drauf zu kommen. Und sich ein bisschen damit. Ja, Softdesk kennt sich ja eh einigermaßen. Der kennt sich sogar echt gut aus. Muss ich sagen, der hat auf dem Community-Server irgendwas mit Holz gebaut und dadurch unendlich Energie gekriegt. Einfach durch Holz irgendwie Verbrennung mit Wasser? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas war da, was er gemacht hat. Ich habe es nochmal kurz drüber geschaut gehabt und mir gesagt, ey, cool, nicht mal schlecht. Das habe ich aus Versehen gerade rausgeschmissen. Mrs. Peter...
gewesen sein. Mhm. Ich bin gleich fertig. Ich glaube, ich mache gleich dann mal noch einen Iridium-Drill. Und verbiss mich mal in die Hölle, um Quarz zu holen noch etwas. Oder haben wir Quarz? Nicht viel. Mist, nicht viel. Und vielleicht noch ein paar Nether-Steinchen. Nether-Rocks. Nether-Steinchen. Ich weiß nicht, ich spreche das irgendwie immer Englisch aus. Ein paar Nether-Steinchen. So, aber erst wenn ich mit der Curry fertig bin. Unsere Festplatten schauen nicht gut aus. Gut, ich... Ja, da werden wir vielleicht auch noch irgendwo so einen Festplattenraum mal machen müssen oder sowas. Aber ich glaube, ich werde mal, wenn ich mich in den Keller in die Hölle verpiss, weil ich jetzt noch, weil wir jetzt nochmal Iridium rausgeholt haben, 10 Stück. Ich glaube, wir brauchen nur 3 Stück für den Iridium-Drill, dass ich mir den Iridium-Drill mache, weil sonst ist er ja gleich in einer Sekunde leer. Ging ja schneller, konnte nur 3 Stacks abbauen oder sowas, dann war der schon leer. Der Diamond Drill. Du brauchst einen Energy Crystal und 3 Reinforcement Alloy. Also 3 Iridiums und. Lens Alloy. Ja, 3 Iridium. Ne, warte mal, da hast du 4 Iridium. Oh, scheiße. Du hast für ein Advanced Alloy 4 Iridium braucht. Fuck. Klappt das auch nicht. Scheiße. Zu früh gefreut. Ist schon wieder Nacht. Oh Gott. Das ist ständig Nacht wird hier. Dann spare ich mir das vielleicht sogar. Wobei, wir haben ja gleich eine CD. Oder wir haben ja schon den ja, Scanner. Ich habe gerade noch der CD, noch ein Rezept. Und dann haben wir dadurch eigentlich... Alter, du kannst nicht mal irgendwas machen, weil dich ständig irgend so ein Zombie nervt. Nachts. Haben wir dadurch eigentlich sehr schnell... Theoretischerweise ja. Die CD. Die CD haben wir dann schon mal. Und die CD ist schon mal... Im Grunde das, worauf wir eigentlich nur warten müssen. Wenn das gescannt ist, können wir das Iridium ja verblasen, sag ich mal. Können wir das Iridium komplett verblasen. Da habe ich einmal Crystal Memory. Genau, Crystal Memory. Das schaut aus wie so eine CD. Ja, ja, aber ich habe nochmal Crystal Memory mit RAW hinten dran. Ja, die RAW Crystal Memory ist die, die du machst. Und dann tust du sie in den Ofen legen, damit die Crystal Memory draus entsteht. Du weißt, ob sie denn okay. Silikondioxid. Ja. Geht das in der Thermalzentrifuge? Ja. Ach man. Immer dieses Schwert anschalten und dann, wenn es... Die Zombies, ich hasse sie einfach. Du kannst keine Kisten ausleeren, ohne dass sie die Viecher ständig an den Arsch kleben. Sag ich doch. Egal, dazu brauche ich meinen Mining Laser. Für die Thermalzentrifuge ja, und die muss erst eine gewisse Temperatur erreichen. Alter, die braucht richtig viel Energie. Okay, vielleicht bauen wir also, doch erst die Automatisierung. Ja. Vielleicht bauen wir nicht nur doch erst die Automatisierung, sondern es ist ganz sicher, wenn wir erst die Automatisierung bauen. Weil unsere Energie wird noch nicht reichen. Hm. Ich würde dann auf Solarzellen gehen. Oder sehr gerne auf Solarzellen gehen. Um unsere Energie stark zu supporten, weil wir... die leer saugen werden, bis zum geht nicht mehr. Also vor allem unsere Energie, die ist weitaus und nicht ausreichend. Auch U-Matter technisch und das ganze Zeug nicht mal ansatzweise ausreichend. Ich habe heute voll irgendwie den Delay zum Server.
irgendwie voll die Lags. Ansonsten werde ich gleich mal über die interne IP joinen. Hast du auch solche Lags? Mhm. Auch, gell? Gern mal wissen, was da los ist. Streamtechnisch schaut es eigentlich ganz gut aus heute mal. Okay. Ich mach mal Holz. Ich mache jetzt erstmal das Wichtigste raus oder halt das nach und nach erstmal und dann tue ich vielleicht mal schnell alles wegschmeißen, was drin ist. Mal aussortieren. Ich glaube, Leute, haben wir noch einen Mülleimer. Irgendwo. Ja, Mülleimer haben wir fertig, keinen mehr. Ja, wir müssen das ME mal ausmisten, da führt leider kein Weg dran vorbei. Das werden wir auf jeden Fall mal ausmisten müssen. Oder anfangen, dass wir noch Festplatten craften. Alter, wenn du jetzt das machst, was ich denke, Alter, ich hau dir gleich in die Fresse. Ohne Scheiß, ey. Das nervt. Die scheiß Viecher dir die ganze Zeit. Nicht einmal hast du deine Ruhe. Was meint er jetzt? Die scheiß Viecher hier die ganze Zeit. Ich nehm's zurück. Nice! Ich hab mein erstes Herzchen. Oh, shit. Ich hab ein rotes Herzchen. Rewind Remix hat ein Video kommentiert. Good wit, danke. Ich hoffe, du bist ein Deutscher und hast es nicht einfach nur drunter gespammt. Weil aus Good wit kann man sehr viel rauslesen. Ich würde sagen, wenn ich die Query hinten jetzt mal fertig habe, das noch ein bisschen dauern würde, würde ich gerne erstmal ein kurzes Päuschen machen. Nur so 5 Minütchen oder so. Und dann loslegen, Fabrik. Jo, wie heißt denn der komische Mülleimer auf Englisch noch mal? Trashcan. Bei Software hat irgendwas mit Bienen angefangen, das wäre auch mal ganz interessant. Nämlich zu wissen, also wenn wir die dann ab und zu mal vielleicht reinholen, wenn sie gerade Lust, Zeit und etc. haben, dass der Hauptfokus noch auf uns beiden liegt, also dass die Hauptspieler noch wir zwei sind, aber die halt ab und zu mal so als Gastspieler dabei sind. So war der Gedanke. Und René können wir als Sklaven missbrauchen. Warum klang das gerade so falsch? Aber René könnten wir als Sklaven missbrauchen. Hier, René, so und so gehen Diamanten. Mach sie mal bitte. Wir haben keine. Herzlich willkommen im Nix. Herzlich willkommen als persönlicher Techworld-Sklave. Boah, warum wir so viel Iridium haben. Wundert mich immer noch. Wie stellt man das Ding her nochmal in den Eimer? Haben wir echt so Glück gehabt mit dem Abbauen mit allem? Ja, okay, 23 ist nicht so viel, aber eigentlich schon dafür, dass wir ihn nicht herstellen. Dass wir es nur in Kisten und Dungeon gefunden haben, die wir abgebaut haben. Anders, da kriegst du es ja nicht. Okay, wir haben auch sehr viele Kisten und Dungeon bis jetzt abgebaut. Und man sieht es am Moos. Gestein 218. 218 Moosgestein. Wie geht denn das eigentlich, dass man den ganzen Block, einen kompletten Sand rüber verschiebt? Shift und Doppelklick, oder? Du nimmst es, Shift und drückst Doppelklick drauf. Gut, das geht bei mir nicht. Macht er nicht. Habe ich nicht auch schon immer gedacht. Das war doch Shift. Nee, du musst auf den Ding draufgehen, auf dem, was du neu haben willst. Ja, ja. Doppelklick. Bei mir geht's. Jetzt ging's. Ja, ab und zu geht es auch nicht bei mir. Machen wir bitte Mülleimer. Ich bin so blöd dazu. Eine Kiste, Cobblestone und Stein. Der Deckel oben, die oberste. Jetzt ging's auch wieder. Die oberste Reihe ist richtiger Stein. Die
Jetzt haut er dich. Hehe. Ah, scheiß Spinne. Der oberste, die drei sind Stein. In der Mitte ist der, die Kiste und außenrum dann noch, was fehlt, Cobblestone. Oh, oh. Ich lade erstmal schnell mein Jetpack auf, bevor ich mich verpisse. Zum Glück ist er noch offen. Und es lädt sich trotzdem noch auf, obwohl es Jetpack auflädt gerade. Eigentlich echt geil. Ich mag meine Energieversorgung, die ich dahin gebaut habe. Ist für uns erstmal echt ausreichend. Später dann auf die HV-Solarzellen gehen und dann passt das. Ich weiß gar nicht, wie viel Output die HV-Solarzellen haben. Weiß das einer? Nope. Auch nicht, ja. Nicht, dass sie schon mega viel haben eigentlich als Output. Aber die Solarpanels bzw. Solarzellen, die HV-Dinger, die wären schon geil. Blöde Fliege. Nervensäge als Fliege da. Die habe ich heute mit der Elektrofliegenklatsche drei oder viermal erwischt. Drei oder viermal hat es geknistert und das Viech fliegt immer noch hier rum. Und da sind niegelnagelneue Batterien dran. Kann mir das mal einer erklären? Das Ding unsterblich. Geht voll am Sack, das Viech. Ich lerne mal schnell den Schrott aus. Ich mache jetzt hier mal alles. Nach und nach die Diamond Chests weg. So. Ich glaube, da war eigentlich auch meist nur Schrott drin. Hier, Sandstone, Sandstone, Red Sandstone. Sandstone, Sandstone, Sandstone. Ja, da ist eigentlich auch nur Schrott drin. Noch das meiste Zeug habe ich schon rausgefischt. Gut, bis auf die Diamond Chests. Okay, da ist nicht nur Schrott dran. Es ist natürlich wieder... Jetzt hat es funktioniert. Ach. Aber mit falschem Material, mit Sandstone. Sandstone, Sandstone, Sandstone. Irgendwas, was wir noch aufheben wollen. Ja, hier das, das. Sandstone, Sandstone. Der Rest ist Schrott. Also nimmt's mir auch nicht böse, wenn ich ab und zu mal Dinge offscreen mache. Wie zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach nur einmal die Upgrades mache. Wo ich ja vorhin schon mal gefragt habe, ob ich keine Antwort gekriegt habe, ob wir uns die vielleicht einfach nur, bevor das nervig, es ist ja einfach nur nervig, es ist ja nicht irgendwas Besonderes dahinter, ob wir uns die einfach im Creative Mode geben. So überall, keine Ahnung, 16 Stück rein oder so. Schauen wir mal, wo das Ding noch flüssig läuft. Ohne, dass die Energie abbricht. Okay. So. Alles Rinn da, alles Rinn, 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 Rinn. Schau mal her, schau mal her, schaut gut aus. Ich habe eine Axt, die habe ich vorhin gesehen, aber habe ich vorhin irgendwie nicht gesehen. Okay. Müsste alles nur Plünder sein. Gut, Uran hebe ich auf, Kohle hebe ich auf, Sulfur und das hebe ich auf, Emery kann weg, Sandstone kann auch weg. Okay, hier, das kommt da rein. So viel ist es ja zum Glück nicht mal. Okay, Blümchen, Emery, Sandstone, 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 Sandstone. Kann alles weg. Okay. Kann auch, so wie es ausschaut, alles weg, ja. Ja,
Genau.